Ja, dreimal dürft ihr raten, Freunde, was hier wieder los ist. Du hast schon angefangen, ne? Guck mal, er freut sich. Ist es denn, geht's wenigstens halbwegs? Ja, ja, es geht auf jeden Fall klar. Ja? Ah, die Farbe, ey, das wird das auf geil, jeden Fall richtig geil. Ey. Ah, jetzt müssen wir mal gucken. Hast du mal eben Taschenlampe? Boah, das ist schon, die ist schon echt sexy, ne? Guck mal, die hat sogar so einen Goldschimmer noch. Das ist nicht so ein langweiliges Grau-Metallic. Da ist so ein Goldschimmer drin, ne? Richtig sexy. Die schon, boah, wie viele Glanzpartikel, Alter. Also ich glaube, ja, den müssen wir abfolieren. Ja. Das macht sonst. Es ist ja auch wirklich immer so eine Sache. Wer kauft schon gerne folierte Autos, ne? Keiner. Du weißt nicht, was drunter steckt, ne? Außer wir. Außer wir. Außer wir machen es mal wieder, ne? Ja, aber das ging jetzt auf Vertrauensbasis. Und jetzt werden wir natürlich sehen, was unter der Folie steckt. Es geht jetzt hier los. Der Spoiler, hast du angefangen? Wie geht's denn ab? Geht's? Ja, ja, geht gut. Ja? Doch, kann man okay. machen. Dann würde ich sagen, setzen wir uns mal dran und fangen mal an. Ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Erstmal vielen Dank an diesen Herrn, der mich dazu gezwungen hat, die Folie aufzuziehen. Nein, aber es ist ja, ich hätte es ja so oder so machen müssen. Es ist sehr selten, dass man ein foliertes Auto verkauft. Und wie ihr sehen könnt, Stoßstange zu Seitenwand hat prinzipiell immer einen anderen Farbton. Allerdings ist dieser Farbton der Seitenwand nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Denn ja, hier sieht man es wieder, hier ist er so ein bisschen goldgelblich, aber es ist doch irgendwie schon, oder? Es ist je nach Licht, Fall, Winkel. Aber es ist ja noch anders, ja. Und es ist passiert, Freunde. Worst-Case-Fall ist eingetreten. Was soll ich euch jetzt hier noch auf die Folter spannen? Ich hatte erst das hier gesehen. Das sind aber, meine ich, Klebereste. Geht das weg? Oder ist das auch schon Klarlack? Das könnte auch Klarlack sein, Freunde. Aber hier auf jeden Fall ist, ist der Klarlack, hat sich abgezogen. Es hat sich mit abgezogen mit der Folie. Da ist der Lack. Da seht ihr den Lack, der hat sich hier an der Folie, ist er eher haften geblieben als am Fahrzeug leider. Und dann habe ich es mir schon fast gedacht. Wir konnten das Fahrzeug ja natürlich vor Ort nicht messen. Durch Folie kann man nicht messen. Deswegen hatte ich auch kein Lackmessgerät dabei. Dem Vorbesitzer möchte ich da, um Gottes Willen, möchte ich da keine Absicht unterstellen, sondern dem, der ihm das Fahrzeug verkauft hat. Denn wenn wir hier oben sehen, messen wir einmal den Lack. Das ist 121. Das würde ich durchgehen lassen als Serienlackdichte. Und dann jetzt hier, wenn wir da hingehen, wo foliert worden ist, sehen wir sofort, also wo der Lack abgezogen worden ist, sehen wir sofort, dass es 200 ist. Und 200 ist ein Indiz dafür, dass das Fahrzeug nachlackiert worden ist. Hier ist jetzt zwar kein Spachtel drauf, aber er wurde nachlackiert. Und was, wer, wie, wo, warum? Hier habe ich jetzt auch schon ein bisschen abgezogen. Ja, hier ist Spachtel. Wer hat hier einen gehabt? Oh, das ist. Kennst du 3, 2, 1, Abbruch, Abbruch, Abbruch. Ach, weißt du was? Warum immer ich, Alter? Was soll ich euch jetzt sagen, Freunde? Ich werde jetzt erstmal weiter abziehen, denn jetzt sind wir einmal beim Abziehen. Und dann müssen wir der Sache auf den Grund gehen, wo wurde überall nachlackiert und warum wurde nachlackiert. Man kann ja immer so ein bisschen deuten, Spachtel, da muss halt irgendwas hinten an der Seitenwand gewesen sein, sonst wäre kein Spachtel drauf. Ja. Macht auf jeden Fall Spaß. Da müssen wir uns jetzt erstmal was einfallen lassen. Ja, Freunde, ich bin jetzt natürlich ein bisschen. Kann man jetzt natürlich. Ich kaufe nie wieder ein foliertes Auto. Fest steht, ich kaufe nie wieder ein foliertes Auto. Aber es ist natürlich besser, als wie wenn ich das Auto so verkauft hätte, dass jemand anderes abfoliert hätte und dann die Überraschung gehabt hätte, hätte es wieder nur Palaver gegeben. Aber es Schmerz. Schmerz, 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 Schmerz. Weil der Rest des Autos so gut ist. Naja, jetzt. Ich folie erstmal weiter ab, aber ich glaube, ihr könnt mitfühlen, ne? Habe ich auch noch genau auf der richtigen Seite angefangen. Jetzt könnte ich sowas riechen oder so. So, die Seitenwand ist erstmal entledigt. Man sieht aber auch hier, innen drin sieht man hier eine kleine Kante hier. So eine Lackkante. Ich denke, die seht ihr auch. Und ja, was soll ich jetzt sagen? Wir können jetzt noch einmal zusammen durchmessen, ob jetzt hier oben zum Beispiel original ist.
150 hier hinten. 142. 145. 180. 150 wieder. Okay, jetzt mal gucken, was sagt die Tür? Wurde die Tür auch nachlackiert? Da ist natürlich jetzt. Nee. Da, 100. Die Tür ist 120. Wir können jetzt mal gucken, vielleicht hier im Einstieg. Im Einstieg können wir jetzt hier nochmal gucken. Da haben sie nichts gemacht. Bis 83 runter. Also es war wohl kein heftiger Bums, weil sonst wäre hier eindeutig noch mehr. Jetzt mal gucken, ob der 185, das heißt die Seitenwand, die war jetzt hier auch nicht drin, bis sonst was, 220. Irgendwas war hier anscheinend mit dem Radlauf. Oh, ja. Irgendwas ist hier mit dem Radlauf gewesen. Da haben sie geschwachtelt hier. Ja, hier ist Spachtel drauf. Hier ist Spachtel drauf und das nicht zu knapp. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, ich habe jetzt mal die linke Seitenwand abfoliert und da ist mir schon aufgefallen, dass wir einfach hier ganz normale Gebrauchsspuren haben. Hier nicht wundern, dass ein bisschen eventuell Kleber ist. Ich hoffe doch. Ja, ja, das ist ein bisschen klebrig, den kann man ganz einfach abmachen. Aber hier ist mir aufgefallen, seht ihr die Steinschläge? Das deutet einfach darauf hin, ne? Weil der hat ja so breite Schluffen vorne und die Seitenwand stellt sich hier einfach ein bisschen breit auf. Das deutet einfach darauf hin, dass wir hier tatsächlich Erstlack haben. Und wie ihr sehen könnt, 120, 96 sogar nur. 127, das ist alles Erstlack hier, 137 maximal. Wir können von mir aus auch noch mal gucken. Ja, 140, so sollte das Ganze eigentlich aussehen. Auch hier, absoluter Kampf. Den Spoiler hier kriegen wir gar nicht richtig ab, ne? Die Folie da drunter vernünftig wegzumachen. Die Rückläufe müssen wir noch ausbauen. Und vorne werden wir bestimmt auch noch Spaß bekommen an der Schnauze, weil da haben die Frontschuhstange abgebaut gehabt, um zu verlieren. So, Freunde, ich weiß schon wieder nicht, worauf ich mich hier eingelassen habe. Der Spoiler ist hier einfach mit 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 Teilen festgemacht. Bis wir den jetzt draußen hatten, Freunde. Ich würde sagen, wir machen erstmal das Heck. Auf jeden Fall. Was sagst du? Weil jetzt sind wir einmal dran. Ja, ja. Alles klar. Deswegen machen wir erstmal das Heck. Guckt euch das an. Hier sieht das so aus. Naja, aber wir haben jetzt erstmal hinten angefangen. Dann ist der ganze Arsch schon mal entfoliert, würde ich sagen. Macht am meisten Sinn, oder? Und dann arbeiten wir uns nach vorne vor. Ja, es ist auf jeden Fall wirklich nicht einfach. Und jetzt versteht man auch wieder, warum manche Betriebe so viel Geld dafür nehmen, fürs Infolieren. Also Freunde, ich muss mal wirklich sagen, Respekt, wer dieses Auto foliert hat. Ihr seht alleine mal diese Leiste. Das hier ist hart, Plastik. Das hier ist Gummi. Und die haben die Gummilippen foliert. Ja, nicht nur die, sondern auch die. Bis komplett rein, das seht ihr hier. Guckt euch das mal an. Die haben die komplett rein foliert. Ja. Ich bin jetzt hier die ganze Zeit am filigran hier die Folie abziehen. Das ist die Leiste von dem Dach oben. Wirklich unglaublich, wie viel Arbeit entfolieren ist. Der Kollege da hat zwei Muttern gelöst in der Zeit, in eineinhalb Stunden. Kommt gar nicht klar auf sein Leben. Versucht er irgendwie den Teppich da abzumachen. Aufbereiten. Zwei Stunden Teppich abmachen. Aufbereiten ist mehr dein Ding, Junge. Ne? Ja, auf jeden Fall. Leco funny. Wir halten euch hier auf dem Laufenden. Wir haben schon mal hier vorbereitet, dass wir das Heck abfolieren können. Allerdings muss die Stoßstange hier einmal nach hinten versetzt werden. Dafür müssen wir an die Schrauben von der Stoßstange, um die da zu lösen. Dafür muss das Auto angebockt werden, weil sonst kommen wir nicht an die Schraube. Dafür haben wir jetzt hier zwei schöne Handhaltscheiben. Da werden wir jetzt gleich mal hinten drauf fahren. Ich habe soweit schon mal weiter abfoliert. Die Seite ist jetzt so gut wie fertig. Das Dach habe ich hier abfoliert. Oh, was haben wir denn da? Ein Dällchen. Da haben wir... ein Dällchen auf jeden Fall auf dem Dach. Okay, aber ist jetzt nicht so schlimm. Dällchen kann mal passieren. Das wird auf jeden Fall noch richtig spaßig. Auch hier wie zum Beispiel Spiegel abfolieren etc. Also ich glaube, man unterschätzt das Ganze ein bisschen.
wie der nette Herr da hinten, der sich da versteckt und sich einen abschmunzelt. Der zu mir gesagt hat, hör mal, komm. Wir. Was lass ich denn kaputt jetzt hier? Alter? Ja, komm jetzt hier weiter. Komm, wir folieren mal eben kurz den GTR ab. Ich so, ey, was ist das denn dein Ernst? Ey, Zalo, was ist los? Machst du jetzt schlapp hier Ende vor Ende des Jahres? Hä? Kurt, der sich freut. Machst du jetzt schlapp hier Ende des Jahres oder was? Gib nur Vollgas. Ich so, ja, alles klar, dankeschön. Ja, und jetzt haben wir hier das Palaver mit dem GTR. Auch ohne Spoiler ist er dabei. Fetter Hinter, ne? Gefällt ihr euch mit Spoiler mehr oder? Oh. Naja, komm, wir fahren mal hier drauf. Mal gucken, ob das klappt. Naja, wir haben jetzt hier mal aufgebockt. Jetzt können wir die Stoßstangen hier nach hinten hängen. Ach ja, komm an die Rückleuchten. Die Rückleuchten müssen raus, damit die Folie dahinter gut raus kann. Das ist das Einzige, wie man hier die Situation noch wahrnehmen kann. Immer. Ich sag euch eine Sache, Freunde. Falls ihr den Zalo wieder beim Schrauben sehen wolltet, hier ist er. Das wird, glaube ich, heute eine richtige Nachtschicht. Wir haben jetzt mittlerweile 21 Uhr. 17 Uhr haben wir, glaube ich, angefangen, 17.30 Uhr. Und alleine die Stoßstange abzubauen beim GTR, wenn du denkst, du kannst mal in die Rückleuchten rausholen, Pustekuchen, die sind hier hinter der Stoßstange fest reingeschraubt. Du musst die komplette Stoßstange, glaube ich, hier abbauen, um da dran zu kommen. Ach ja. Ey, ich sag dir eine. Ey, wohin filmst du, ach, Alter? Auf meinem Fuß, Junge. Sag doch jetzt, warte. Was für ein Tier? Schneid das rein. Mach mal das Licht aus. Seitdem du gegessen hast, kannst du es mir denken, Alter. Was ist mit dir? Ey, dieser Typ, diese Folie von dem GTR, die hat mich komplett auseinandergenommen. Meine Hände sind tot. Wir haben nicht mal die Hälfte von dem Fahrzeug fertig. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Nachricht, Video. So, hör mal. Schönen guten Tag, ne? Warte, ich zeig dir mal was. Hier. Du hast mein Leben auseinandergenommen. Ich glaube, du hast um jede Kante, die es gibt an diesem GTR, hast du drum foliert. Meine Hände sind gestorben. Ich kann nicht mehr. Guck dir das an, was du hier veranstaltet hast. Du hast mich auseinandergenommen. Ich habe noch nie so eine Folie gesehen. Eigentlich ist das ja ein Kompliment, ne? Aber ich bin gerade am Kotzen. So, Freunde, Stoßstange ist jetzt entfoliert. Das war wirklich. Also die Finger brechen gleich ab. Jetzt das nächste Problem. Der Kollege hat den Diffusor hier unten anscheinend auch abgebaut und drum foliert. Und jetzt zeige ich euch mal was. Um an den Diffusor dran zu kommen, seht ihr die Klipse hier? Man müsste quasi die Klipse lösen von unten. Wie willst du da hinten rankommen, hinter den Träger? Abbruch, Abbruch, Abbruch. Was soll ich euch sagen, Freunde? Die Folie liegt hier am Boden. Und das Fahrzeug ist jetzt so weit entfoliert, dass man auf jeden Fall einmal vernünftig rumgehen kann und den Lack messen kann. Damit man einmal, wir haben jetzt alle Teile entfoliert, die bedeutend sind für den Lackzustand. Das ist hier erstmal die Heckklappe. Komm, fangen wir mit der Heckklappe mal eben an. 110, das spricht für Original. 127 würde auch jetzt noch für Original sprechen. 140. Da geht das Spektakel schon los, aber das haben wir jetzt ja schon tausendmal gemessen. 150, das Dach. 135, das sieht auch gut aus. 130, sieht auch gut aus, das ist Plastik. Die Tür gucken wir uns an. 112, die sieht auch original aus. 115, original. 115, original, Kotflügel, 133, original, 208, Kotflügel wurde auch noch lackiert, 195, der Kotflügel vorne rechts ist auch definitiv nachlackiert, ja, 185, die Haube, 108, die ist wieder original, Haube ist wieder original, Freunde. Das heißt, bis jetzt haben wir eine nachlackierte Seitenwand hinten rechts und einen nachlackierten Kotflügel vorne rechts.
Und der ist anscheinend wieder original. 141 würde ich als original durchgehen lassen. Da meckere ich definitiv nicht. Und die Tür sieht auch gut aus mit 123. Jetzt kommen wir zur Seitenwand, hinten links. 140, die sah nämlich für mich auch original aus. Ja, da kann man nicht meckern. 110, da kann man, hier kann man nicht meckern. 140, ja. Das heißt, es bleibt dabei. Es sieht soweit gut aus. Wir hatten jetzt keine heftigen Schäden sonst. Aber, ne, das ist natürlich hier die Seitenwand, die hat es in sich hier mit 700 und 1,1. Also das ist, hier wurde auf jeden Fall, der Radlauf hier wurde gespachtelt. Hier ist irgendwas passiert. Fragt mich nicht was, das kann ich euch nicht sagen. Hier in dem Bereich, weil hier wurde wieder, also es spricht auf jeden Fall, hier haben wir 700 und hier 200 wieder. Das heißt, es spricht nicht für einen richtig heftigen Schaden, dass die Seitenwand komplett drin war und irgendwas hier krasses passiert ist. Irgendwas ist hier mit dem Radlauf passiert. Vielleicht ist einer reingerutscht, wie auch immer. Und die wurde hier in Stand gesetzt. Aber sonst, ne, also da oben ist auch 180 und hier unten ist auch 180. Ne? Es ist wirklich nur hier in dem Bereich. Aber es ist halt nicht so, wie ich es gekauft habe. Ne? Ja, und der Kotflügel hat einer bekommen. Der Kotflügel wurde einfach nachlackiert. Ja, 250. Vielleicht war hier unten noch was. Ne, 250 ist das meiste. 250 ist das meiste. Ja. Das ist jetzt die Frage, ne? Ich werde mich mal mit dem Vorbesitzer zusammensetzen und dann. Die Frage ist, was würdet ihr tun, was würdet ihr an meiner Stelle tun? Ist halt echt schade, ne? Ich meine, ich ziehe das Ganze jetzt hier noch durch, wir machen das Ding morgen fertig. Aber jetzt haben wir die Stellen gesehen, die halt auf jeden Fall, also ja, es ist wirklich schade einfach. Mich würde gerne mal interessieren, was ihr sagen würdet. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier 1 Uhr nachts. Wir machen jetzt hier erstmal die Schotten dicht. Morgen gehen wir mit neuer Motivation ran. Müssen nur noch die Schweller. Morgen müssen wir halt so Sachen machen. Wir haben jetzt hier das ganze Heck auseinandergebaut, wirklich. Ihr glaubt nicht, wie viele Schrauben das sind. Und wir müssen unten den Diffuser noch auseinandernehmen. Weil der Kollege hier komplett dazwischen und hier hinter foliert hat, hinter dem Grill. Unglaublich, wirklich. Dann müssen wir noch die Seitenschweller, die Spiegel müssen wir komplett demontieren. Dann hier auch die Türpappe abnehmen. Also ist alles auch nochmal so. Ja, und die Stoßstangen müssen wir auch einmal komplett abbauen. Weil wir sonst dahinter nicht hinter die Kanten kommen. Also ist noch ein bisschen Arbeit. Aber die großen Flächen, die haben wir jetzt erstmal alle abmontiert. So, Freunde, unglaubst du es nicht, sagen wir immer. Hier, der Sascha ist vorbeigekommen. Der ist auch Folierer. Der hat mir hier geholfen, tatkräftig, bei der Stoßstange. Das ging auf jeden Fall schneller und besser zu zweit. Und wir mussten die tatsächlich trennen hier, ne? Die Diffusor hier raus, alles. Ganze, das Gitter da raus, das könnt ihr euch nicht vorstellen, was das hier für ein Akt ist, um an jede Ritze von der Folie zu kommen. Ne? Aber es geht weiter. Die Schweller auf jeden Fall sind schon fertig. Türgriffe waren Gott sei Dank nicht draußen, das ging einfach. So, müssen wir jetzt ja nochmal sagen, ne? Sascha, absoluter Ehrenmann hier, vorbeigekommen. Ja, gerne. Bescheid gesagt hier auf Instagram, hör mal, was ist los? Ich foliere auch ab und zu, ne? Ist einfach vorbeigekommen. Hat uns wirklich sehr, sehr viel geholfen hier, gerade bei der Stoßstange. Da bin ich ganz ehrlich, alleine wäre ich da, glaube ich, dran verzweifelt. Wir mussten die ganze Stoßstange zerlegen, ihr habt es gesehen. Und wo der Sascha jetzt noch sehr, sehr schnell drin war, ja, wenn man es, ihr kennt es ja, wenn man es öfter mal macht, ne? Er hat jetzt mal eben schnell die Türpappen hier ab und dran gebaut und somit haben wir auch die Spiegel hier entfoliert. Dann haben wir die Stoßstange soweit schon mal abfoliert. Ich konnte hier sehr filigran hier mit dem Skalpell entlang gehen. Das ist die schwarze Folie hier. Ich fand das ganz geil. Ich wollte das erstmal so lassen, dass der Grill schwarz bleibt. Ich glaube, ich werde die originalen Felgen montieren, weil die OZ-Räder, die könnten zu spezifisch für jemanden sein. Jetzt haben wir das Fahrzeug schon fast einmal komplett in Originalzustand, bis auf Federn dann. Das würde dann vielleicht besser passen, genau. Ganz hinten müssen wir wieder alles zusammenbauen, genauso wie den Heckspoiler. Aber ich denke, das mache ich morgen dann in Ruhe. Da setze ich mich dann in Ruhe hin. Hier hatte sich noch ein bisschen, hier sind noch ein paar Gebrauchsspuren. Ja, ist schwierig, wie man das, und hier wurde ein Steinschlag angeschliffen zum Folieren. Jo, genau. So, Freunde, dritter Tag.
Hast du noch Bock? Ha? Voll mit deiner, motiviert. Mit deiner Schnapsidee? Richtig motiviert. Ja, aber mal eben den GTR abpolieren, ne? Alles klar. Dritter Tag auf jeden Fall. Dennis hat gerade schon mal den Kofferraum wieder komplettiert und entfernt noch ein paar Klebereste. Und ich werde mich jetzt mal dran machen, den Spoiler wieder komplett zu montieren und eben die Dachrelings. Genau, er ist dann, ich möchte das jetzt hier hinten erstmal fertig haben komplett und dann machen wir gleich die Frontstoßstange. Motivation lässt jetzt langsam echt zu wünschen übrig, also Auto ist komplettiert hinten auf jeden Fall. Hier soweit auch alles fertig. Ja, was soll ich euch sagen? Wie gesagt, ich habe zwei Dellen da hinten gefunden hier. Zwei Dellen am Dach gefunden, Gebrauchsspur, ist egal. Kratzer, Seitenwand, ist egal. Stoßstange war leider auch nachlackiert. Woran sieht man das? Das sieht man, dass hier auf jeden Fall überall Silikoneinschlüsse sind. Orangenhaut und die Silikoneinschlüsse auf jeden Fall. Deswegen wurde die Stange schon mal nachlackiert. Und das ganze untere Teil ist nicht lackiert, sondern grundiert. Ich meine, ich hätte es eh lackieren müssen, weil ich wusste, dass der hier unten beschädigt ist. Also hier. Ne, deswegen hätte es man wahrscheinlich eh lackieren müssen. Ich denke mal, ich bringe den Wagen direkt zum Lackierer am besten mit der Stoßstange. Weil wir, das ist ein absoluter Kampf. Die ist genietet, die ist verschraubt, Schrauben reißen ab. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt auch seit 3 Tagen hier dran. Die Motivation lässt jetzt langsam wirklich zu wünschen übrig und auf gut Deutsch gesagt Schnauze voll. Ne? Naja, aber ich wollte das jetzt nochmal euch bis zum Ende zeigen. Ich hoffe, der Einblick hat euch mal wieder gefallen. So ein Überraschungsei kann man kaufen, wenn man ein foliertes Auto kauft. Ne? Also das war auch das letzte folierte Auto. Nie wieder foliertes Auto im Autohandel. Nie wieder.